Ahoi, ihr Likörtrinker. Ich habe hier den Schlehenlikör für euch. Ist nach der Johannisbeere gleich unser zweitmeistverkaufter Likör. Ist ja auch die so Schlehenlikör, das kennt man ja von früher noch. Das hat man oft selbst gemacht. Im Herbst nach dem ersten Frost die Schlehen gepflückt und dann eingelegt in Alkohol. Und ja, so das Gleiche machen wir auch. Wir haben hier auch einen Pflücker, der uns immer so Mecklenburger Schlehen besorgt. Und dann legen wir die ein, pressen die ab. Und haben dann hier diesen schönen Schlehenlikör, der noch abgerundet ist mit Vanille und noch ein bisschen Schlehensaft. Und echt süffig, schmeckt leicht gekühlt, ist so ganz gut und kann man auch zum Beispiel aufspritzen mit einem Sekt oder mit einem Prosecco. Lasst es euch schmecken. Prost!